Hallo, wir haben hier unseren Canon PIXMA Drucker Scanner. In diesem Fall ist es hier die TR7000 Serie und in diesem Video wollen wir euch zeigen, wie man so einen oder eine Printer Scanner Combo an das WLAN anschließt und dann auch noch mit unserem Mac Computer verbindet bzw. benutzt. Falls ihr das Ganze hier mit einem Windows-Computer benutzen wollt, dann schlage ich euch vor, schaut doch mal in ein anderes Video hier oben in der oberen rechten Ecke an. So, jetzt fangen wir aber gleich mal an. Und zwar beginnen wir damit, dass wir erstmal die OK-Taste drücken, um hier in die Settings, in das Settings-Menü reinzukommen. Und dann wählen wir hier den zweiten Punkt an aus WLAN-Settings und hier sehen wir Wi-Fi und außerdem noch Wireless Direct. Also Wireless Direct ist dazu da, um eine direkte Verbindung zum Beispiel vom Smartphone, vom Handy oder von einem Computer direkt zum direkt zum Drucker zu erstellen. Das wollen wir hier aber nicht benutzen, sondern wir wollen hier jetzt eine Netzwerkverbindung erstellen, also eine Wi-Fi-Verbindung. Deswegen gehen wir in den ersten Menüpunkt rein und dann gehen wir hier zum dritten Punkt Wi-Fi Setup und sagen, machen wir hier Manual Connect, also eine manuelle Verbindung herstellen. Jetzt sucht der Drucker erstmal nach allen Netzwerken, WLAN-Netzwerken hier in der Umgebung und da finden wir als erstes hier Safety First und das ist hier in unserem Fall das Heimnetzwerk. Deswegen werden wir das hier jetzt auswählen, indem wir OK drücken. Und dann können wir hier als nächstes unser Passwort, unser Netzwerkpasswort eingeben. Das funktioniert in diesem Fall so, dass wir zuerst hier mal zwischen Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und dann Nummern und Sonderzeichen auswählen müssen. Und zwar im Moment sind das hier gerade die Kleinbuchstaben ausgewählt. Und wenn wir dann hier hoch oder runter drücken, dann können wir halt entsprechend den ersten Buchstaben auswählen. Wenn wir jetzt aber zum Großbuchstaben als erstes einen Großbuchstaben eingeben möchten, dann drücken wir hier auf diese Ketten, diese zwei Kettenglieder-Taste und dann können wir halt zwischen Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Nummern und Sonderzeichen wechseln. Und wenn wir hier den richtigen Buchstaben oder das richtige Zeichen ausgewählt haben, dann drücken wir einfach die OK-Taste. Und wenn wir einen Buchstaben oder ein Zeichen wir löschen möchten, dann drücken wir die Stopp-Taste. Und dementsprechend können wir jetzt halt hier unser Passwort ganz einfach, oh, naja, nicht wirklich ganz einfach eingeben, aber wir können es eingeben. Und sobald wir dann halt damit fertig sind, dann würden wir halt hier die Start-Taste drücken und dann wird sich der Drucker am unserem Wi-Fi oder unserem WLAN-Netzwerk anmelden und das wird dann hier auch entsprechend bestätigt. In dem Fall, dass es aber nicht funktioniert, dass diese Verbindung nicht hergestellt werden kann, dass es eine Fehlermeldung hier gibt, dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, hier unsere Verbindung doch noch zustande zu bekommen. Dafür gehen wir jetzt erstmal ein paar Menüpunkte zurück, bis wir hier sehen, Other Connections oder Other Connection Types, so andere Verbindungsmöglichkeiten. Da gehen wir auch wieder auf Manual Connect. Dann wird hier auch wieder nach den verfügbaren WLAN-Netzwerken gesucht. Und dann können wir hier auch dann dieses WPA, WPA2 auswählen. Und dann, wie eben schon, wie vorher bekannt, können wir jetzt wieder unser WLAN-Netzwerk eingeben, unser Passwort eingeben. Und dann sollte eigentlich diese Verbindung hier korrekt zustande kommen. Ja, und damit haben wir den ersten Schritt hier auch schon vollendet. Wir sehen jetzt hier, unser WLAN ist erfolgreich mit dem Drucker verbunden. Und jetzt können wir eigentlich direkt an unserem Computer, an unserem Mac weitermachen, um hier den Drucker zu verbinden, beziehungsweise die Verbindung herzustellen. Dazu gehen wir erstmal in die Settings, indem wir auf den Apfel drücken. Und dann hier scrollen wir dann ganz nach unten. Da sehen wir hier Printer and Scanners. Und der Mac sollte eigentlich sofort im Netzwerk den Drucker erkannt haben und automatisch hier den entsprechenden Treiber installiert haben, sodass wir den Drucker direkt benutzen können. Falls dies nicht der Fall sein sollte, dann würden wir das entsprechend halt gleich sehen, wenn wir hier halt in dieses Printer und Scanner Menü auswählen
Wenn halt der Canon Pixma Drucker noch nicht hier vorhanden ist, so in diesem Fall, dann würden wir halt auf Add Printers und Scanners drücken und dann würden wir hier unter dieser Liste hier den Drucker-Scanner hier finden. Dann wählen wir den ganz einfach aus und drücken dann hier auf Add. Und dann innerhalb weniger Sekunden ist dann auch hier jetzt der Drucker und Scanner verfügbar. Wenn wir hier jetzt reingehen, haben wir ja auch gleich die Option hier Open Scanner auszuwählen. Da drücken wir dann erstmal hier drauf. Und dann würde jetzt halt erstmal so eine Vorschau erstellt werden von dem, was jetzt halt gerade auf dem Scanner aufliegt. Und dann könnten wir hier, sobald diese Vorschau gescannt worden ist, dann können wir halt hier den entsprechenden Bereich, den wir halt einscannen möchten, den können wir hier jetzt genau auswählen, indem wir hier diesen Rahmen etwas erweitern in diesem Fall. Und dann können wir halt das Bild oder das Dokument scannen. Das dauert ein paar Sekunden. Das habe ich jetzt hier wesentlich schneller gemacht, als das in Wirklichkeit passiert. Aber das geht halt entsprechend. Und ebenso können wir natürlich jetzt auch mit diesem Drucker halt drucken, unsere Dokumente ausdrucken. Ja, und das war's auch schon für dieses Video. Ich hoffe, die Information war hilfreich. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann hinterlasst doch unten einfach einen Kommentar.